Also eigentlich sind wir beide nicht ganz so dumm. Ja, nicht nur einer. Doch, ich habe auf jeden Fall einen Crush, würde ich schon sagen, ja. Es gibt keine wählerische Person als Selina. Also sie verliebt sich immer an die falschen Typen. Ich bin gespannt, was Lina jetzt sagt. Boah, Selina ist eine richtige Zicke. Boah, Lina, halt's Maul! Uns kann man gleich gar nicht unterscheiden. Hello, Leute, und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video! Ja, gut. Lina wollte unbedingt, dass wir uns diese T-Shirts kaufen. Stimmt absolut gar nicht. Du wolltest das. Nee, du wolltest es. Aber du hast die dann gekauft, weil du dann gesagt hast, kauf sie. Okay. Wir haben uns gedacht, wir drehen ein Video. Wir werden jetzt zusammen, was ich vor langem nicht mehr gemacht habe, ein getrennt Fragen voneinander beantworten machen. Wir haben übrigens auch Gäste. Hallo. Belly und Marvin sind da. Und die werden uns die Fragen stellen. Keine Ahnung, soll ich das zuerst machen? Ja, fang an. Okay, dann fange ich an. Du darfst nicht mithören, dann kommst du und wirst genau dieselben Fragen auch beantworten. Mhm. Benny und Marvin hören alles? Ich stelle die Fragen. Also, Fragen stellen und dann rausgehen, aber... Das wird toll. Ich habe das ja mal mit Zedo gemacht, das war auch nochmal lustig, ist übelst lange her. Und ich bin gespannt, was dabei jetzt rauskommt, was wir so voneinander halten. Ich spüre gerade übelst deinen Arsch knochen. Let's go! Okay, ich habe ein bisschen Angst. Bist du bereit? Ja. Zwei Dinge, die du am anderen magst. Oh. Und noch zwei negative Sachen. Ach, schon wieder so eine Scheißfrage direkt am Anfang. Ich habe ja Zeit zum Überlegen, ne? Also, was mag ich an Lina? Ja, gut. Also, was mag ich nicht an Lina? Ich mag an Selina, dass sie nie stinkt. Lina ist sehr aufmerksam. Also, Selina riecht halt wirklich immer gut. Und sie hat auch echt geile Parfums. Und dass sie gerne mit mir teilt. Ich frage mich, was sie über mich sagt. Sie ist ein Mensch, die sie gibt gerne. Doch. Ja. Ja. Lina ist tierlieb. Oh mein Gott. Du. Oh nein, nicht schon wieder. Also sie teilt gerne und sie stinkt nicht. Ja, was mag ich nicht an Lina? Was ich nicht an ihr mag? Oh, Selina ist eine richtige Zicke. Ich würde sagen, Lina ist manchmal ein bisschen verpeilt. Aber ist okay, dafür bin ich ja da. Heute war das zum Beispiel so, wir sind aufgewacht. Also ich bin aufgewacht, ich war an meinem Handy dran. Es war irgendwie 9 Uhr oder so schon. Dann wacht sie auf, guckt mich an, sagt so, boah, Lina, kannst du nicht mal dein Handy ausmachen? Das nervt voll, das stresst mich voll. Also sie ist richtig zickig manchmal. Ja, die ist direkt auf 180. Ja, sie ist so richtig sauer. Also wenn sie sauer ist, dann ist sie immer richtig sauer und zickig und genervt. Ich hasse es, wenn Lina nicht weiß, was für ein Outfit sie anzieht, weil dann wird sie zu einer richtigen Diva und das ist ganz schrecklich. Ich hasse das ganz doll. Ja, sonst ist sie nett. In Ordnung. In Ordnung, geht klar, ja. Wann hattest du denn das letzte Mal Sex? Oh. Kannst du mal einen Kalender gucken? Du brauchst einen Kalender? Nein. Heute ist der wievielte? Mittwoch. Ob heute Mittwoch ist? Ja. Nee. Donnerstag. Auch nicht. Freitag. Ich liebe dein Leben, wirklich. Boah, keine Ahnung, von einer Woche oder so. Ich bin gespannt, was Lina jetzt sagt. Gestern. Ja, gestern, ja. Warum bist du denn immer noch Single? Warum bin ich Single? Oh, es gibt keine wählerische Person als Selina. Also sie verliebt sich immer an die falschen Typen. Die ich will, die wollen mich nicht. Nicht die mich wollen, die will ich nicht. Und wenn wir dann sagen, es ist der Falsche, dann will sie es nicht wahrhaben. Ich glaube, du bist einfach ein bisschen schwierig. Sie will es dann einfach nicht begreifen, dass diese Typen nicht gut für sie sind. Und deswegen, sie ist einfach dumm. Hä? Inwiefern denn das? Wäre Selina dein Typ, wenn du ein Mann wärst? Ja. Würde ich Lina knallen, wäre ich ein Mann. Ich habe gerade eh noch darüber mit der geredet. Ich so, boah, wenn ich ein Kerl wäre und in deine DMs leiden würde, ich würde direkt sagen, ich will dich. Also wenn das eine Option ist als Frau, kannst du darauf auch antworten. Ich glaube, ich wäre Selinas Typ und sie wäre mein Typ. Also ich denke schon, ja. Okay. Gut. Ja. Habt ihr Geheimnisse voreinander? Wenn ja, welche? Ja, wahrscheinlich erzähle ich das jetzt, oder? Ich glaube mittlerweile nicht mehr, nein. Ich glaube nicht, weil Lina tatsächlich diejenige ist, mit der ich momentan am meisten rumhänge und sie eigentlich alles mitbekommt und sie sich auch immer alles anhören muss. Also ich auf jeden Fall nicht. Was dachtest du über Lina, als ihr euch das erste Mal gesehen oder kennengelernt habt? Also ich glaube, wir haben uns am Anfang gehasst, weil wir haben uns ja bei Villa der Liebe, glaube ich, kennengelernt vor 4 Jahren. Boah, das war krass Klassenfahrtdreh und wir haben eine Woche lang zusammen gedreht. Und dann am Anfang mochten wir uns halt beide nicht so. Und dann irgendwie haben wir uns mal zusammen getroffen, so ein paar Wochen später. Noch mit ein paar anderen Leuten zusammen und dann haben wir so gemerkt, ey, irgendwie matcht es voll. Das Ding ist, das erste Mal mit ihr wirklich geredet habe ich auf dem Rückflug, weil ich gar keinen Bock auf sie hatte. Und irgendwie fand ich sie dann doch nett und dann haben wir uns angefreundet. Und irgendwie passen wir beide so voll gut charakterlich zusammen und ja, dann haben wir irgendwie so gefühlt jeden Tag nur noch gechillt und jetzt wieder. Was ist denn grundsätzlich für dich Gift in einer Freundschaft? Mein Geschenk, mein Gift.
Ein Geschenk? Lina, was heißt das? Das ist schon fast lieblich. Nein, was Gift in einer Freundschaft ist. Achso, Gift. Ich dachte, das wäre das englische Wort dafür. Ich stelle die Fragen hier auf Deutsch. In einer Freundschaft, safe Eifersucht. Ganz schlimm, ganz, ganz, ganz schlimm. Lügen, auf jeden Fall irgendwas vor einem anderen verheimlichen. Ganz schrecklich. Eifersucht auf was bezogen? Boah, auf so super vieles. Auf Luxusgüter, aber auch auf Freundschaften oder Beziehungen oder Männer. Nicht vertrauen können. Schlechte Geschenke. Ne? Schlechte Geschenke, ja. Kommt ihr euch da manchmal in die Quere, was Männergeschmack angeht? Männergeschmack, also damals schon, aber heute eigentlich nicht. Wir haben, wenn wir jetzt so drauf schauen, eigentlich übelst den anderen Männergeschmack. Zurzeit läuft's gut, sagen wir mal so. Wir kommen uns nicht in die Quere. Hast du schon mal mehrere Leute zur gleichen Zeit gedatet? Ich glaube nicht. Eigentlich immer, wenn ich jemanden gedatet habe, dann hatte ich auch immer nur diese Person im Kopf. Ich glaube nein. Also wenn, dann habe ich davor mit jemandem komplett Kontakt abgebrochen, bevor ich jemand anderen date. Ich glaube, ich fände das auch irgendwie ein bisschen weird und ich hätte, glaube ich, ein bisschen schlechtes Gewissen. Auch wenn ich manchmal so denke, damit man so seine Gefühle ein bisschen schützt und so und nicht so direkt sich verliebt, dass es besser wäre, irgendwie ein paar Typen noch in der Hinterhand zu haben. Aber nee, würde ich nicht machen, habe ich noch nie gemacht, würde ich mich schlecht fühlen irgendwie. Finde ich, gehört sich irgendwie nicht. Ja, ich finde, damit verbaust du dir auch Optionen, wenn du dir gar nicht die Chance gibst. Also wenn immer noch andere Leute dabei sind. Was würdest du gerne an der anderen ändern? Oh, dass sie nicht mehr morgens so zickig ist. Lina ist eigentlich gerade zur Zeit eine der Leute, der Menschen, die mir eigentlich wirklich gar nicht auf den Sack gehen und mit denen ich echt gut Zeit verbringen kann. Deswegen, ich kann gerade eigentlich gar nichts sagen. Gut, dann ändern wir einfach diesmal nichts an ihr. Okay. Lassen wir das mal. Einfach mal so belassen. Ja. Okay, dann sag mir doch mal, wie oft warst du schon so richtig verliebt? Oh, verliebt. Ich glaube 2-mal bis jetzt bei meinen Beziehungen. Vielleicht so 2-3-mal vielleicht so im Leben. Das reicht, das passt erstmal, ne? Bist du gerade verliebt oder hast du einen Crush? Das ist was anderes. Crush und verliebt ist was anderes. Ich will aber beides beantwortet haben. Ein Crush. Also, ich hab. Also. Ein Crush? Ja, schon. Ja, doch. Doch, ich habe auf jeden Fall einen Crush, würde ich schon sagen, ja. Unangenehm. Boah, verliebt? Nee, das ist so. Boah, gefährlich. Ganz gefährlich, so weit zu denken. Da habe ich ein bisschen. Also so da distanziere ich mich aber von. Schon so, dass es wehtun schon so könnte. Ja. Ja. Wer war denn die letzte Person mit blauem Haken, die in deinen DMs geslidet? Ist hier ein ehrliches Video, ne? Ja, kann ich gucken? Ja, dann müsste ich mal gucken. Guck mal. Ist Romina tatsächlich, Romina Palm. Ich glaube, interessanter wäre ein männlicher. Okay, ich schaue nach einem männlichen. Oh, das kann ich nicht sagen, aber ich nehme den nächsten. Das ist mein Kumpel Davide, aber den anderen kann ich nicht sagen. Udo. Udo, sag mal, Grüße gehen raus. Auf Udo habe ich übrigens keinen Crush. Nur mal eben so, dass man das jetzt nicht in Zusammenhang bringt, ne? Hattest du denn schon mal einen Crush auf einen YouTube-Kollegen? Ich mache ja kein YouTube, so von ja, daher ist es... Influencer-Kollegen. Mein Ex-Freund war halt auch in der Szene. Also bin dann halt der, aber sonst so YouTube- oder Instagram-Kollegen. Ja, na klar, safe. Ich glaube, das weiß halt auch jeder. Ja, nicht nur einer. Hast du denn schon mal Angst gehabt, schwanger zu sein? Ja, wer hatte das nicht? Nein, nö. Also ich glaube, jede Frau, die mindestens einmal in einer Beziehung war, in einer längeren Beziehung, hat doch, glaube ich, mal die Angst gehabt, oder? Wer von euch beiden würde am ehesten in den Knast kommen? Also eigentlich sind wir beide nicht ganz so dumm. Eigentlich würde ich sagen, Lina jetzt nicht so, weil sie ist eigentlich immer so voll brav und lieb und zurückhaltend und so. Ich weiß nicht, ich glaube eher ich, weil ich... eher krasser, also ich fahre wie eine Geisteskranke. Wenn ich darüber nachdenke, wie sie fährt und wie viele Punkte sie schon hat in Flensburg, dann Lina, ja. Aber wenn, dann würde ich, glaube ich, einfach geblitzt werden mit, ich glaube, 150 km/h zu schnell und deswegen würde ich in den Knast kommen. Also da passiert vielleicht irgendwann mal was und dann tschüss. Wenn das geht. Kann man deswegen in den Knast? Nee, kann man gar nicht. Gehen. Kannst du dann besuchen gehen? Ja, ich komme dich besuchen. Hast du schon mal bei einem Film geweint? Bei Endgame habe ich geweint, sogar 2-mal. Auch. Du auch? Ja, also mein größter Lieblingsfilm ist halt auch ein kleiner Liebes- und Actionfilm und der heißt Atemlos gefährliche Wahrheit, kennt ihr? Ja, klar. Ich habe 2-mal geweint an 2 Stellen. Ja, das war sehr emotional. Die waren so ein Couple und dann haben die da so rumgemacht und dann dachte ich mir so, oh, ich will auch und dann habe ich geheult am Ende, weil es so toll war. Und weil keiner mit dir rumgemacht hat am Ende. Genau. Wer wird zuerst Kinder kriegen? Oh, also Selina hasst Kinder extrem, ich auch. Also ich sehe uns da ja gar nicht, ne? Aber ich glaube, ich wäre immer noch diejenige, die zuerst welche bekommen würde, weil ich glaube, ich immer noch schneller als sie einen Typen am Start hätte. Lina, auf jeden Fall. Also ich würde gerne Ende 20 Kinder bekommen, wenn es
die Zeit und einen Partner zulässt. Und ich glaube, wenn Selina 29 ist, hat die immer noch andere Gedanken als sowas. Das hier ist ja ein ehrliches Video, ne? Das ist ein ehrliches Video, sehr ja. Sehr ehrliches Video. Sehr ehrlich. Dann sag mir doch mal von 1 bis 10, wie intelligent ist Lina? Ich gebe ihr eine 8, weil Selina ist, glaube ich, der klügere Kopf von uns beiden, aber manchmal auch ziemlich schusselig. An sich ist Lina schon immer sehr aufmerksam und analytisch kann sie auch ganz oft sein und auch realistisch denkt sie auch ganz oft so. Aber das irgendwie nur für sich, ich weiß auch nicht. Sie hat mir wahrscheinlich eine 5 oder eine 4 gegeben, richtig? Ja, so im Gesamtpaket. Ja, in so Gesamtpaket, so eine gediegene 6. Ist das zu wenig? Ja, ist schon inselbegabt. Oh Gott, oha. Ich bin so gespannt, ich habe euch sehr laut lachen hören. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.